Heute hat die Klasse 1b Malen. Marie freut sich. Sie findet die Lehrerin Frau Korbmann total nett. Als Hausaufgabe sollte jeder ein Bild von dem Bundesland malen, in dem sie wohnen. Frau Korbmann hat vorgeschlagen, dass jedes Kind etwas malen soll, das ihm wichtig ist oder ihm gefällt. Na, dann holt mal eure Meisterwerke raus, sagt die Lehrerin. Marie zieht ihre Rolle aus dem Schulranzen. In die Mitte hat sie einen hohen Maibaum gezeichnet. Daran hängen lauter Brezen. Daneben stehen eine Frau im Dirndl und ein Mann in Lederhose. Mit dem Himmel hat Marie sich riesige Mühe gegeben. Sie hat mit Wasserfarbe ganz viel hellblau gemalt, dann Watte in die weiße Farbe getaucht und damit kleine Wolken auf das Bild getupft. Hinter Marie kichert es. Sie dreht sich um und sieht, wie Max Benno anstößt und mit dem Finger nach rechts zeigt. Da sitzt Rami. Der schaut verlegen auf seinen Tisch. Jetzt wird Frau Korbmann aufmerksam. Na, ihr zwei, was gibt es da zu lachen? Sie kommt zu ihrer Bank und schaut sich die Bilder der beiden an. Max hat ein großes Fußballfeld gemalt mit 11 Spielern in Bayern-Trikots. Auf Bennos Bild sieht man ein Riesenrad und ein Kind mit Zuckerwatte. Frau Korbmann dreht sich zur Seite. Und du, Rami, was hast du gemalt? Rami hat sein Bild umgedreht, sodass man nur noch die weiße Rückseite des Papiers sehen kann. Frau Korbmann legt ihm sanft die Hand auf die Schulter. Darf ich es sehen? Als Rami es zögernd umdreht, kichern Max und Benno schon wieder. Auf dem Bild ist nichts zu erkennen. Nur ganz viele grüne Kleckse. Das ist schön, Rami. Magst du uns etwas dazu erzählen? Rami zögert kurz, dann spricht er leise. Wo ich herkomme, ist es sehr heiß. Da gibt es wenig Bäume. Deswegen habe ich grün gemalt, weil mir das gefällt. Frau Korbmann lächelt. Eine tolle Idee. Findet ihr nicht auch? Jetzt sagen Max und Benno nichts mehr. Ich habe eine Idee, sagt Frau Korbmann. Wir drehen alle unsere Bilder um. Jetzt haben alle Kinder die weiße Rückseite ihres Bildes vor sich liegen. Bei Marie scheint ein bisschen der Himmel durch, besonders da, wo sie viel Wasserfarbe benutzt hat. So, und jetzt macht die Augen zu. Denkt an euer Zuhause, an unser Dorf, an irgendetwas Typisches. Und jetzt schaut mal genau hin. Welche Farbe seht ihr? Lasst euch Zeit und schaut gut hin. Noch ein bisschen lässt Frau Korbmann die Kinder mit geschlossenen Augen schauen. Dann sollen alle die Augen wieder öffnen. Na, was habt ihr gesehen? Drei Kinder melden sich. Marlene hat zuerst Maxel gesehen, den Pudel ihrer Nachbarn. Dann ganz viel Rosa. Anton hat eine Pferdekutsche gesehen und die Farbe Braun. Und Marie hat sich ihren Maibaum vorgestellt und die Farben Weiß und Blau. Welche Farben hat Bayern noch? Fragt Frau Korbmann. Jetzt meldet sich Max. Rot, wie der Fußballverein natürlich. Und gelb wie Bier, ruft Benno. Da müssen alle lachen. Danach hängt Frau Korbmann ein ganz großes Papier an die Tafel und schreibt Bayern in die Mitte. Alle dürfen nach vorne kommen und so viele Farben drumherum malen, wie sie wollen. Rami ist grün, findet Marie am schönsten. Das leuchtet richtig.